plötzlich ändert sich alles. Frage über Frage, oder? Wie ernähre ich mich richtig? Geht es dem Baby überhaupt gut? Hört man eh die Herztöne? Also entwickelt sich das Baby eh? Was kann ich tun, um was mich... Was darf ich jetzt essen? Darf ich weiterhin Sport? Habe ich was Falsches gegessen? Was gehe ich mit dem Beschwerden? Wie geht es der Mutter, da habe ich sonst irgendwas. Ich habe mir eine ganze Bibliothek angelegt. Also man ist zuerst total neugierig und man will voll viel wissen. Und ich habe gelesen und gelesen und gelesen und letztendlich kann ich sagen, es war eigentlich unnötig. Es hat mir nicht viel gebracht. Ich finde, es fehlt einfach, dass man sich einfach einmal drauf einlässt und einfach einmal sein lässt. Also es sind schon so viele Kinder geboren worden und es hat gut funktioniert und man muss nicht auf alles eine Antwort haben. Aber es ist einfach schön, wenn man bei sich bleiben kann. Ich glaube, das ist auch so ein Ziel von Hallo Baby, dass man einfach wirklich die Frauen ein bisschen stärkt. Bei Hallo Baby biete ich halt an vorgeburtliche Beziehungsförderung. Nachdem ich selber schwanger war, bin ich mal auf das Thema einfach gestoßen und habe gemerkt, dass das eben nicht selbstverständlich ist, dass man sofort eine Bindung hat zum Baby oder Beziehung, weil das ist einfach einmal da. Und als Menschen sind wir einfach gewohnt, dass man... Wenn wir Beziehungen aufbauen, dass wir uns sehen. Und das passiert eben, wenn das Baby an einen heranwächst, ja nicht. Und ich habe halt dann diese Bindungsförderung gefunden. Und das hat so gut gepasst und es hat mich so gestärkt, neben meinen Beschwerden, dass ich das gern weitergeben mag. Man ist plötzlich nicht mehr allein, sondern zu zweit. Und erfährt diese Einheit sehr unterschiedlich. Aber es ist gut, wenn man es mal spürt. Ja, ich mache ja seit gut 25 Jahren selber Yoga und bei Hallo Baby mache ich Schwangeren-Yoga. Ja, du bekommst Informationen darüber, wie viel und welche Art von Bewegung man in der Schwangerschaft machen darf. Und dann gehe ich natürlich besonders auf Schwangeren-Yoga ein. Andererseits gibt es auch eigene Yoga-Übungen für verschiedenste Beschwerden, wie Rückenschmerzen oder Sodbrennen. Und dann bietet Yoga eben auch noch Entspannungs- und Atemtechniken. Und man kann über den Atem auch wirklich gut Kontrolle kriegen über sein eigenes Leben. Und gerade bei der Geburt hilft es sehr, sich über den Atem immer wieder zu entspannen, zu zentrieren, zu sich selbst zu kommen und seine Kräfte zu bewahren.